Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um 6 Bücher, die ich in den Monaten Mai und Juni gelesen habe. Dies ist der Videokanal zu meiner Kulturwebseite Notizhefte, auf der ich mich vorrangig mit Buchbesprechungen, aber auch mit anderen Kulturfragen beschäftige. Wenn du in Zukunft kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt und drücke auf die Benachrichtigungsglocke, damit alle neuen Videos immer rechtzeitig auf deinem Bildschirm erscheinen. Das sind die 6 Bücher, um die es heute gehen soll. Ich beginne mit den beiden Romanen, die gänzlich unterschiedliche Themen behandeln. Der eine, aus dem Jahr 1930, stammt aus der Feder von Carl Friedrich Boré und beruht auf einer autobiografischen Erfahrung des Autors. Es war sein Erstlingswerk und er handelt von der Liebe eines Mannes von 40 Jahren zu einer halb so alten Frau. Das Buch war sofort, nachdem es erschienen war, ein großer Publikumserfolg, geriet aber, wie sein Autor, ab den 1960er Jahren in Vergessenheit. Der Lilienfeld Verlag, dem ich an dieser Stelle erneut für das Besprechungsexemplar danken möchte, versucht seit einiger Zeit, den Autor und sein Werk mit sehr schön gestalteten Neuausgaben einer heutigen Leserschaft wieder in Erinnerung zu rufen. Nach meinem Dafürhalten ist das Buch allerdings kein Must-Read. Mir war die Handlung zu eindimensional, die Erzählwelt zu schlicht. Der unverstellt männliche Blick auf die Geliebte lässt die Frau lediglich als Objekt erscheinen. Das fand ich letztendlich verstörend. Der zweite Roman von Roberto Cotroneo, Die verlorene Partitur, ist ein Buch, das ich bereits 1998, nachdem es in deutscher Übersetzung erschienen war, gelesen hatte. Allerdings hat er keine wirklich bleibende Erinnerung hinterlassen, sodass die Beschäftigung jetzt im Prinzip einer Neulektüre gleichkam. Und auch hier war ich eher enttäuscht. Ich kann mich erinnern, dass das Buch seinerzeit sehr gut besprochen war und es ist eben auch ein durchaus gut geschriebenes Buch, aber irgendwie bläst nach meinem Dafürhalten der Autor recht kultiviert die Backen auf, ohne mehr zu liefern. Letztendlich produziert er einen eher mittelmäßigen Roman, in dem der Autor, ein alternder Pianist, nur um sich selbst kreist. Das nächste Buch in dieser Reihe stammt aus der Feder von Stefan Zweig. Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Dieses Buch ist sowohl gut als auch mittelmäßig. Es ist gut als politische Kampfschrift gegen den Nationalsozialismus, gegen Gewalt und Barbarei. Es überzeugt mit einem starken und engagierten Eintreten für ein Europa des Friedens, ein Europa der Kultur und der Geistigkeit. Dies alles spricht für das Buch. Die Kurzbiografie oder biografische Skizze über Erasmus von Rotterdam, ja, sie hat meines Erachtens zwei Mängel. Der eine ist, es ist eine letztendlich oberflächliche Biografie. Es ist eben romanhaft, es ist keine wirkliche Geschichtsschreibung. Das ist das eine. Und das andere, Zweig idealisiert seinen Helden hemmungslos. Und so weist das Buch neben starken Plädoyers für Humanismus, für Frieden und gegen Gewalt und Barbarei eine unkritische Überhöhung des Erasmus auf und zusätzlich eine fast paranoide Ablehnung von Martin Luther. Dessen Bedeutung Zweig nach meiner Einschätzung überhaupt nicht gerecht wird. Vor allem finde ich es zweifelhaft, dass er den Tatmenschen Luther gerade in der Widerstandssituation gegen den Nationalsozialismus nicht stärker positiv darstellt, sondern hier ausweicht auf den letztlich unentschiedenen, distanzierten, sich nicht aktiv betätigenden Erasmus. Das erscheint mir keine wirkliche Lösung zu sein. Zum Schluss bleiben 3 Sachbücher, die im Zusammenhang mit meinem Leseprojekt Umbruch stehen.
Und so nehmen sie das Deutsche Reich, aber auch Österreich-Ungarn in den Blick. Und mit dem Buch über Österreich-Ungarn möchte ich anfangen. Der Untergang der Welt von gestern von Arne Karsten. Karsten behandelt einen relativ kurzen Zeitausschnitt, nämlich Wien und die K&K-Monarchie 1911 bis 1919, also wenige Vorkriegsjahre, die Zeit des Ersten Weltkriegs und die unmittelbare Umbruchsphase, Ende der Monarchie, Ausrufung der Republik, Fortsetzung der Gewalt. Das macht Karsten in einer sehr fundierten, historisch abgesicherten, gleichzeitig wunderbar zu lesenden Art und Weise, indem er nämlich stark auf das Tagebuch, auf Briefe und auf das künstlerische Werk von Arthur Schnitzler zurückgreift und dessen Sicht bzw. die von diesem gespiegelte Sicht seiner Zeitgenossen auf die Probleme wiedergibt. Das schmale, aber gleichwohl gehaltvolle Buch kann ich in diesem Zusammenhang vorbehaltlos empfehlen. Frank-Lothar Kroll, Geburt der Moderne. Dieses Buch wirft einen frischen Blick auf das Kaiserreich. Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Epoche des sogenannten Wilhelminismus. Es ist dem Autor darum zu tun, ältere, sich als überholt herausgestellt habende Sichtweisen auf diese Zeit zu korrigieren. Das Kaiserreich wird auf den Grundlagen der in den letzten 10, 15 Jahren erfolgten Kaiserreichforschung als wesentlich moderner dargestellt, als man früher annahm, und er lehnt die These vom deutschen Sonderweg ab, indem er immer wieder klar macht, dass gesellschaftliche, politische, soziale Entwicklungen, die in dieser Zeit im Kaiserreich stattfinden, in den westlichen Demokratien, in Frankreich, in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern West- und Mitteleuropas genauso vorgekommen sind. Dass also eben gerade keine Besonderheit vorliegt, die dann sozusagen gesetzmäßig in den Abgrund über den Umweg Hitler geführt haben. Insofern ein sehr lesenswertes Buch, viele weiterführende Literaturhinweise und eine nach meinem Dafürhalten überfällige, konzise Darstellung, die zeigt, wie man die Dinge eben auch sehen kann. Last not least, schließlich Ulrich Sieg, Geist und Gewalt, deutsche Philosophen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Mittels einer breit abgestützten Recherche und intensiver Textauswertung zeigt Sieg interessante Kontinuitäten und Entwicklungen auf. Auch er vertritt eine moderne Kaiserreichforschung und auch er lehnt die Sonderwegsthese ab. Seine Mentalitäts- und Ideengeschichte ist als Längsschnitt angelegt und nimmt dabei 5 Zeitabschnitte in den Blick. Das Buch setzt relativ früh nach der Reichsgründung mit den Attentaten auf Kaiser Wilhelm I. ein und untersucht, inwieweit hier eine vom Staat und von der Regierung initiierte Konsolidierung gesellschaftlich und durch die Wissenschaft, insbesondere die Philosophie, erklärt und legitimierend begleitet wurde. Es folgen dann eben weitere Abschnitte, Jahrhundertwende, unmittelbare Vorkriegszeit, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Machtergreifung. Und in diesen Zeitabschnitten untersucht das Buch in einer lesenswerten Fülle von Kapiteln und Einzelheiten, inwieweit philosophische Denkschulen, inwieweit der Widerstreit zwischen Kant und Fichte in das Ende des 19. Jahrhunderts und in den Beginn des 20. Jahrhunderts transportiert worden sind, wie sie dort weiterwirken und welche Folgen das hat. Ich habe sehr lange an diesem Buch gelesen, meine
Besprechung im Blog wird auch noch eine Weile dauern. Es ist viel zu reflektieren und viel einzuarbeiten. Hilfreich ist natürlich dabei auch das schon erwähnte Buch von Kroll. Aber es ist auch ein Buch, in dem man natürlich andere, ältere oder aktuelle Lektüren verarbeiten und einbeziehen muss. Ganz wichtig ist natürlich hier Volker Ulrich, Die nervöse Großmacht, eines der typischen Bücher über die Kaiserzeit und eine Interpretation der Sonderwegsthese, mit denen sich Autoren wie Sieg oder Kroll eben stark auseinandersetzen. Und insofern muss man natürlich auch noch einmal auf eine solche Darstellung zurückgreifen, um zu prüfen, wie sie tatsächlich widerlegt worden ist. Hinzu kommen natürlich auch begleitende Nachschlagewerke, die eine große Rolle spielen, etwa dieses kulturwissenschaftliche Handbuch über den Ersten Weltkrieg, was natürlich ein unerlässliches Hilfsmittel ist, um sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Auf die Verwertung der Lektüre in meinem Blog notizhefte.com freue ich mich natürlich noch, aber ich wollte schon heute in diesem Video über diese Bücher sprechen, weil ihre Lektüre mir sehr viel Freude bereitet hat und ich eine ganze Menge dabei gelernt habe. Insgesamt ein durchwachsener Lesemonat, insbesondere die Belletristik, hat mich nicht vollständig überzeugt. Sowohl der wiederentdeckte Roman aus den 30er Jahren als auch der von mir wiedergelesene Roman aus den 90er Jahren konnten mich beide nicht überzeugen. Stefan Zweigs biografische Skizze hinterlässt einen stark gespaltenen Eindruck. Die kritiklose Überhöhung von Erasmus von Rotterdam unter konsequentem Übersehen seiner Schwächen hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Die Kampfschrift gegen den Faschismus ist natürlich lesenswert und schlägt dann eben auch ganz zwanglos die Brücke zur Fachliteratur über den Umbruch in Österreich-Ungarn auf der einen und im Deutschen Reich auf der anderen Seite. Das war's für heute. Viel Spaß mit diesem Video, mit all meinen anderen Videos auf dem Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss!